Herzlich willkommen zur 245. Folge Space Exploration mit dem Felix. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Das da. Mal abholen. Okay. Nein, nicht in der Spucke stehen bleiben, nicht in der Spucke stehen bleiben, nicht in der Spucke stehen bleiben. Ja, du bist gestorben. Wow, hier ist gerade fast ein Meteorit auf mich drauf gezogen. Ja, ist halt eine neue Attacke von den Aliens. Hast du nicht mitbekommen? Stand in neuen Patch Notes. Ach so. Ja, das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Okay. Beim Wir nächsten schießen jetzt Mal. mit Meteoriten. Ah, alles klar. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Wegmachen. Da könnten auch meine Palettertürme, die ich gebaut habe, unter Umständen ein kleines bisschen eng werden. Schade. Oha, 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 oha. Die spucken aber hier ganz schön. Ständigerweise, auf dich würde ich auch ganz viel spucken, wenn ich ein Spucker wäre. Damit man dich tanzen sieht, so ungefähr. Nee, ich glaube. Ich glaube. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Alles schön heil lassen. Jetzt weiß ich auch, warum ich keinen Sound mehr habe. Oder warum ich nichts mehr höre. Und mein Headset ist ausgegangen. Geil. Ah, oh, das ist doch super. Hat haben die Zuschauer wenigstens mal Ruhe von mir. Jetzt habe ich Zeit anzuschauen. Ey, wieder volles Rohr verpennt hier, Ketzerin zu stecken. Völlig überbewertet. Schade. Wäre schade. Aber reparieren wollte ich dich auch nicht mehr, ne? Sag mal, hatten wir hier ein Blueprint gehabt für das Schienensystem? Ja, mein, und deshalb hast du dich darüber aufgeregt über das Schienensystem. Weil du in unseren Blöcken bewusst nicht wenden kannst in den Kreuzungen, weil das bisher jedes Mal die Probleme gemacht hat, dass die Züge irgendwo dann in den Kreuzungen gestanden haben. Ja gut, ist ja nicht das Ding. Kannst du hier mal ein Blueprint dran setzen? Wir haben auch in Spielblaupausen einen ganzen Block drin, ne? Okay. Also kann ich gerne machen, aber kannst auch du selber machen, theoretisch gesehen. Du müsstest den links nochmal, glaube ich, setzen neu. Und den hier, den ich gerade frei gemacht habe, dass ich da mal weiß, wie weit es da aussieht. Dass da nochmal einer rankommt. So, der geht jetzt bis. Achso, sieht man nicht. Keine Abdeckung.
irgendwo Landfill, was man sich kopieren kann? Ja, da. Unsere lieben netten Roboter, die könnten langsam mal in die Kontakte kommen. Ich habe nämlich keine Lust, hier über die Karte zu fahren und denen ihre Arbeit zu machen. Moment. Wer hat gesagt, dass es deren Arbeit ist und nicht, dass die deine machen? Ich sag das. Ach so. Lichtbogenöfen kann man sich jetzt hier hinten rausholen, theoretisch gesehen. Da. Okay. Wir haben jetzt bloß so ziemlich ein Problem bei Stahl aus irgendeinem Grund, den ich noch nicht so ganz erkannt habe. Wir haben gerade ein Steinfeld, was abgerissen wird. Hast du ein Auto bei dir in der Nähe? Nein, muss ich sagen. Der Weg ist ganz schön weit. Ach nee, echt? Deshalb frage ich, ob mein Auto bei dir in der Nähe steht. Ach du Scheiße, hast du ein paar Türme dabei? Box nach unten zu den Stromanlagen. Ah, ich habe auch Türme gefunden im Inventar. Kann er wenigstens mal das Ding hier wieder richtig aufbauen, ne? Es sind zwar schon 30 Dinger leer, aber das ist egal. Ja, toll, aber ich habe den Strom erst nicht. Schade. Sieht echt übel aus hier. Dass das hier schon so viel leer ist. Echt krank, was die Sachen an Stahl brauchen, ey. Vor allem diese Kackplatten da hier, die Hitzeschilde. Ich habe jetzt aus den Stahl, den wir hatten, 155 Öfen bisher herstellen können und jetzt scheitert Stahl. Vorher haben Ziegelsteine schon gezickt, deshalb habe ich jetzt die Filter vor der Ziegelsteinschmelze umgestellt, dass der Stein halt nicht durchläuft, sondern erstmal Ziegelsteine geschmolzen werden. Ah, ja, Weil okay. Der Stein geht ja sowieso hauptsächlich zu Landfill hinten rein. Ja, aber dadurch, dass wir ja unten unsere Wir haben ja eh Größe. den anderen Block. Landfill. Deshalb sollte das auch egal sein. Wo werden wir jetzt wieder angegriffen? Ach, da oben, Steinfeld cool. oben. Und zu Lasertürme machen wir auch echt gefühlt keinen Schaden an die Viecher, ne? Ja, aber es ist ja erstmal besser grundsätzlich als nichts. Ne? Das ist sehr korrekt, ja. Pass auf, ich würde sagen, ich schließe jetzt hier hinten Ja. mal unsere Landwirtproduktion, mache ich mal ganz kurz aus. Oh nein, auf dem Einband kommt eh nichts mehr an, weil ich das abgeschlossen habe. Vorne mehr oder weniger so halb. Zumindest ist es sehr unwahrscheinlich, dass das andere Band auch voll wird. Das glaube ich nicht. Weil die Schmelze scheint da jetzt gleich vollgelaufen zu sein. So, das ist das. Es gibt keine Nanobots mehr. Das erklärt einiges, ja. Soll ich die Anforderung machen? Nee, ich glaub dahin. Wo bist du? Auf dem Weg nach rechts zu den Nanobots. Achso, sonst hätte ich dir auch noch weggehen können.
Zug? Kommt hier ein Zug? Oh, ich hab's überlebt. Jetzt kommt der Zug. So, was habe ich denn jetzt? Die Materialien, die da unten stehen, die haben wir doch eigentlich alle. Oder haben wir nicht lange Greifarme? Lange Greifarm haben wir nicht, wir haben gar nichts davon. Da kommt ein Zug von oben geschossen. Warum ist der so kurz? Warum fehlen da zwei Waggons? Der war von Anfang an so, das ist einfach Oh, guck mal, nur, von unten noch der nächste hinterher. der hat nur unten gewendet. Die sind zu schnell, die Züge hier langsam jetzt schon. Also inzwischen ist ein Zeitpunkt angekommen, wo man langsam Angst hat, auf die Schienen zu gehen, habe ich das Gefühl. Es fährt nur der Erfeldering-Zug, es ist nur der einheitliche Zug, der da fährt, Mann. Ja, aber das ist trotzdem ganz schön schnell, der scheiß Teil. Wie schnell fahren die Züge denn hier? Schnell. 259? Nein, 290. Joa, das ist schon mal nicht schlecht. Oh, wie cool, jetzt darf ich wieder Fließbänder holen. Und der Meteorit ist mal irgendwo bei uns eingeschlagen in der Zugstrecke. Ist auch schön. Toll. Sehr sogar eigentlich. So, das heißt, jetzt brauchen wir im Moment erstmal nur Bauroboters. Also ich würde sagen, wir haben die Kisten hier oben auf 50 begrenzt, wenn du nicht nochmal dran warst. Du bist ja nicht dran, Mann. Gut, weil mich der Zug hat nämlich jetzt über 300 Dinger drin. Ja. Das Signal muss da weg. Wie sieht das jetzt aus? Aber selbst mit der einen Anlage da zieht sich die Umweltverschmutzung immer leicht zurück, ne? Auch von oben. Ja. Hätten wir die, ich würde mal behaupten, so 30 Folgen früher gesetzt, dann hätte das wahrscheinlich auch gepasst. Die Folgen früher hatten wir nicht mal Plastik. Vor 30 Folgen hatten wir gerade neu gestartet. Also war es Folge 1. Das war jetzt aber genau 30 Folgen her, ne?
Und ich sage mal so, wir brauchen ja für die Schilder deutlich mehr Stahl. Hatten wir hier die Dings drin gehabt, die Belader? Nicht, dass ich wüsste. Wo ist es denn jetzt? Ach, wieder dort ist ein Radar. Ach so, das Radar ist jetzt weg. Schön. Okay. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Bauroboter, die sind doch gar nicht mal so langsam. Wenn sie jetzt schon das Holz gerissen haben, haben aber unten die Schienenstrecke schon fast fertig gebaut. Richtig. Also die kommen eigentlich echt gut voran, muss man mal ganz klar sagen. Das heißt, ich muss mich als nächstes wahrscheinlich nur um die drei Nester hier vorne kümmern, bevor die Roboter da in die Richtung kommen. Ja, korrekt, ja. Wie viele Tempomodule oder Allgemeinmodule bekommst du nach zwei Montagemaschinen rein? Zwei Module. Okay. Finde es schön, dass wir probieren, mit unserer Riesenmenge an roten und grünen Flaschen die Sachen zu forschen. Aber irgendwie scheint das nicht so viel zu bringen, so wenig wieder ist. Gucken hier. Bin schön, dass die rechts und links und oben und unten dauerhaft irgendwelche Radare wegreißen. Ja, mal gucken, wo sie jetzt laufen. Da kommen sie. Da. Da. Oh, da ist nämlich das Lasertürm. Okay, nee, da wo sie jetzt laufen, wo Felix steht, sind keine. Geh mal 5 Meter weiter runter. Wieder ein Auto. Tod durch Auto, oder wie war das? Ja, wäre echt super. Wo stehe ich denn jetzt eigentlich gerade? Da. Okay, das bleibt jetzt auch stehen. Wir haben hier rote, nach dem roten haben wir noch blaue.
Kommen nach dem Blauen noch andere Fließbänder? Weltraumfließbänder, aber ansonsten nein. Na gut, die haben ja erstmal hier unten nichts verloren sozusagen. Ansonsten gibt es glaube ich nicht wirklich viel, nein. Gut, okay, blau war 45. Richtig. Ruckelt's jetzt so? Was machst du gerade? FNAY habe ich aufgemacht, tatsächlich. Ach so, cool. Ja. Mache lieber nicht wieder. Nein, ich habe mein Rezept gefunden. Ich werde auch jetzt nicht mehr umblättern. Ob ich für dich. Hallo, Spiel, könnten wir bitte kurz, danke. So, jetzt, ich muss dich auch mal im falschen Knopf drücken. Was ein Depp, ey. Der will mich nur mobben, habe ich das Gefühl. Manchmal. Das Schöne ist, dass dann, sobald du das aufmachst, geht bei mir alles runter auf 40 FPS und so, ne? Und meine Latency geht auch irgendwie ganz schön hoch. Ja, ich mach's doch schon wieder zu, Mann, ey. Jetzt geht's ja, wenn's offen ist und du nicht rumblätterst, ist alles super. Aber ansonsten ist es ein bisschen kacke. Wenn ich dich jetzt ärgern will, drücke ich einfach mal links, rechts, links, rechts, rechts. Dann kannst du aber genauso gut auf die Folge beenden, dann sind wir am Folgenende angekommen, wenn du nichts zu tun hast gerade. Nee, habe ich nicht tatsächlich. Gut, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.